Moin Moin und willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect. Es ist ein bisschen was passiert seit dem letzten Mal. Ich habe tatsächlich mittlerweile so schon wieder vergessen, was das letzte Mal überhaupt passiert ist. Ich glaube, wir haben den Torianer bekämpft. War das letzte Mal oder ist das länger her? Ich weiß es echt nicht mehr. Das ist für mich, glaube ich, eine ganze Weile her ist. Und es hat sich ein bisschen was verändert. Ich bin wieder auf der Citadel, wie man sieht. Da vorne ist schon mal wieder der Werner. Und ich habe ein paar Sidequests gemacht. Wollen wir nochmal schauen. So. Ja, und wir haben eine neue Hauptquest bekommen. Das ist ein bisschen blöd, weil es war eine Cutscene, die kam irgendwann automatisch. Ein bisschen blöd habe ich vergessen. Wir haben jedenfalls Hinweis bekommen, dass wir noch nach Wernmeyer gehen sollten, weil da irgendwas Interessantes passiert ist. Ein salarianisches Team sollen wir dort treffen. Mehr Informationen haben wir quasi nicht. Ich habe ehrlich gesagt auch wieder vergessen, was in der Cutscene überhaupt gesagt wurde. So, wir haben noch einige Sidequests habe ich noch offen. Unter anderem. Ist das hier? Ach so, genau, ja. Unter anderem sowas hier, wie die ganzen Sachen noch sammeln, die Mineralien sammeln, abgeben. Aber ich habe vorhin auch mal einen ganzen Haufen an Sidequests gemacht. Und genau darum wird es heute, glaube ich, auch erstmal noch gehen. Ein bisschen um Sidequests. Ich möchte nämlich zum einen die Mission mit Garrus machen. Dann habe ich irgendwas gefunden, dass ich mit Rex reden sollte. Und ich sollte offenbar nochmal mit Tali reden. Das beweist mir vor allem, dass ich beim letzten Mal durchspielen echt eine ganze Menge verpasst habe, weil ich mich nicht daran erinnern kann, irgendwelche Missionen mit meinen Teamkameraden gemacht zu haben. Aber gut. Auch blöd gelaufen. Ich habe während diesen Sidequests auf jeden Fall was falsch gemacht. Ich habe nämlich eine Sidequest schon gemacht. Da wollte ich eigentlich zumindest das Ende zeigen. Und ich habe eine Quest gemacht, wodurch ich mir eine andere Sidequest verbaut habe, weil, wer sich noch erinnert, wir haben ja diesen Admiral getroffen. Welcher war das? Kahoku? Ich glaube, Kahoku war das, ne? Der ist im Verlauf einer Sidequest gestorben. Wodurch ich jetzt eine andere Sidequest nicht mehr machen kann. Das ist ein bisschen blöd gelaufen, da wusste ich auch selbst einfach nicht mehr. Aber ist nicht so schlimm, die wird mir nämlich im Questlog nicht angezeigt, deswegen ist es egal. So, und ich habe so viel Sidequests gemacht, dass sich auch unsere Ausrüstung etwas verändert hat. Ich habe jetzt nämlich zum Beispiel für mich das beste Sniper des Spiels. Ich glaube zumindest, dass es das Beste ist. Für Garrus haben wir das beste Sturmgewehr. Nur zumindest das Beste, was man kaufen kann. Hier auf der Citadel. Und für Tali die beste Schrotze. Und ich glaube auch, ja, auch die beste Pistole. Also, und die meisten haben so eine neue Rüstung. Ich glaube, wir werden jetzt auf jeden Fall mal ein bisschen besser dastehen im Kampf. Das sollte weniger Probleme geben. Und ich habe mich wieder ein bisschen an das Kampfsystem gewöhnt. Was zwar, da ich jetzt gut seit einer Woche nicht mehr gespielt habe, wieder egal ist, aber was soll's. Commander, ich habe auf Ihre Rückkehr gewartet. Freut mich, Werner. Das hast du mir jedes Mal gesagt, wenn ich hier vorbeigegangen bin. Ach so, und wie gesagt, heute wird es quasi erstmal bis um die Sidequests gehen. Vor allem will ich erstmal noch welche abliefern. Ich hatte eine Idee und wollte sie Ihnen unbedingt erzählen. Ich habe im Moment viel um die Ohren, aber ich nehme mir kurz Zeit für Sie. Fantastisch! Es dauert auch nicht lange. Dann da sprich. So viele Kolonien der Menschen angegriffen werden, frage ich mich, ob ein Spectre ausreicht. Es gibt mehr Wie als einen. Wäre es, wenn Sie mich als neuen Spectre einstellen? Punkt 1. Es gibt mehr als einen Spectre. Es gibt halt bisher nur einen menschlichen Spectre. Punkt 2. Es ist nicht meine Entscheidung, ob du Spectre bist, sondern die des Rates. Und Punkt 3, ich glaube, das ist eine ziemlich lustige Antwortmöglichkeit. Konrad, ich habe noch nicht genug Blei im Kopf, um das für eine gute Idee halten zu können. Es war die Antwort. Machen Sie nur Ihre Witze. Aber es hat Leute gegeben, die nicht an Sie geglaubt haben. Und Sie haben sie vom Gegenteil überzeugt, oder? Ich habe gelesen, was Sie auf Torfan getan haben. Ich habe keine Angst davor, alles Notwendige zu tun, um den Job zu erledigen. Nein. Oh cool, ich kann sogar hier die rote Möglichkeit nehmen. Wenn Sie wirklich bereit sind, alles Notwendige zu tun, dann gehen Sie nach Hause, Konrad. Was? Das verstehe ich nicht. Verschwinden Sie, du, Sie gehen mir auf den Sack. Nein. Ach, bleiben wir mal freundlich. Wissen Sie, was mich hier draußen anspornt? Das Wissen, dass die Leute zu Hause dafür sorgen, dass die Menschheit stark bleibt. Sie haben recht. Ich habe mich da wohl verrannt. Ich wollte helfen. Ich werde nach Hause gehen. Danke, dass Sie mir den Kopf gerade gerückt haben. Ein paar leichte Schläge könnten noch nachhelfen. Nein. Spaß. Gut, haben wir das erledigt. Als nächstes erstmal die
Vielleicht erinnert man sich noch, wir hatten da mal so eine Quest von einer Asari-Diplomatin angenommen. Keine Ahnung mehr, wann das war, aber ich habe es halt irgendwann offenbar mal abgeschlossen. Nachdem ich jetzt die ganzen Planeten erkundet habe. Es war tatsächlich so, alle... alle Sternsysteme... Ich hätte vielleicht mal eine Schnellreise nehmen sollen. Alle Schnellreise... erst denken, dann sprechen. Was wollte ich gerade sagen? Alle Sternsysteme, so, die wir bisher besuchen konnten, habe ich jetzt quasi schon erkundet, bis auf die, wo die Hauptquest ist und noch ein weiteres. Weil da noch eine Sidequest ist und ich glaube, das ist auch das, ist glaube ich auch der einzige Planet, wo man dort landen kann, die ich gerne mal zeigen würde. Aber dazu später. Erstmal muss ich jetzt die Asari wiederfinden. Ich habe keine Ahnung mehr, wo ich die Sidequest abgeschlossen habe. Jedenfalls haben wir... Können wir mal gucken, hier steht es drin. Da war das. Genau. Nassana Dentius hat sie angeheuert, ihre Schwester Dalia aus den Fängen der Söldnergruppe im Artemis Tau Cluster. Okay, da war ich. Gehen Sie in die Botschaftslounge des Zitadell-Präsidiums und teilen Sie Nassana mit, dass ihre Schwester tot ist. Ja. Ist tot. So einfach quasi ist das. Das warst du, nicht wahr? Jo. Und Shepard? Haben Sie meine Schwester gefunden? Dalia ist tot und ich weiß, dass sie erpresst hat. So kommt die Wahrheit ans Licht. Ich hoffe, Sie sind mir nicht böse. Sie verstehen doch gewiss, warum ich Sie belogen habe, nicht wahr? Wenn man herausgefunden hätte, dass meine Schwester eine Kriminelle ist, wäre ich als Sicherheitsrisiko eingestuft worden. Bis zu ihrer Festnahme hätten sie mir meine Sicherheitsbescheinigung weggenommen oder mich in Zwangsurlaub geschickt. Darum habe ich sie in die Irre geführt. Ich konnte nicht riskieren, dass sie mich bloßstellen. Aber nun ist das kein Problem mehr. Ich sehe das Problem nicht ganz. Du wärst quasi ja immer noch nicht gefeuert worden. Dann hätte man mich trotzdem schicken können. Das hat jetzt nicht so lange gedauert. Ich hätte Ihnen geholfen, wenn Sie mir die Wahrheit gesagt hätten. Vielleicht haben Sie recht. Es tut mir leid. In meiner Familie vertrauen wir anderen nicht gerade schnell. Offensichtlich. Als Zeichen meiner Dankbarkeit werde ich Ihnen eine Kleinigkeit auf Ihr Konto überweisen. Sie werden gewiss zufrieden sein. Ich weiß was Besseres. Ich weiß zwar nicht was, aber ich bin mal gespannt, was die Antwort ist. Sie sind eine aufstrebende Diplomatin. Es könnte für Sie irgendwann nützlich sein, dass Ihnen ein Spectre einen Gefallen schuldet. Sie haben recht. Credits kann jeder aufbringen. Aber ich bin die Einzige, die Sie autorisieren kann, Asari-Mod-Prototypen zu kaufen. Ich sorge dafür, dass Sie auf die Liste der bevorzugten Kunden unseres Herstellers kommen. Sie werden das, was er anzubieten hat, gewiss sehr interessant finden. Leben Sie wohl, Shepard. Es war mir ein Vergnügen, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Okay. Und bei welchem Händler kriege ich das jetzt? Und was ist das überhaupt? Moment, Tagebuch. Ist das jetzt hier irgendwo? Nur jetzt abgeschlossen sind wahrscheinlich, ne? So, unter NES. Es sind zu viele da. Asari mit Diplomatie war das. Aramali. Aramali Kundendienst in einem Shop, das ist ja selten. In einem Shop, toll, in einem bestimmten oder in allen? Keine Ahnung, hier wollte ich nicht hin. Keine Ahnung. Jetzt muss ich gerade echt nochmal nachgucken, muss ich noch was hier abgeben? Ich glaube nicht. Nee, Ferros, da war ich immer noch nicht. Moment, ich habe die Energiezellen? Ah, nee, habe ich nicht, okay. Ich dachte schon. Das muss ich noch machen. Moment, wo ist das? Genau, Pferdekopfnebel war ich noch gar nicht. Dum, 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 dum. Genau, da muss ich noch hin. Da war ich in einem... Hier müssen wir Gangsterbosse ausschalten. Zwei Stück davon habe ich schon. Jetzt soll ich sie wieder treffen. Das muss ich auch noch machen. Gut, dann würde ich mal sagen, gehen wir als nächstes wieder zurück an Bord unseres Schiffes. Hier scheinen wir schon alles erledigt zu haben. Ich dachte, da wäre mehr. Wahrscheinlich habe ich nur wieder irgendwas übersehen. Wobei...
Na, ich... Ich gehe vorher nochmal kurz, es liegt ja so quasi sowieso auf dem Weg. Gehe ich nochmal in Bezirk C sicher? Ja, klar. Gehe ich mal kurz gucken, was der Händler hat. Vielleicht kann ich das jetzt auch bei dem kaufen, der da unten steht. Der war da. Lasst mich, Arzt, ich bin durch. Hallo, Commander. Zeigen Sie. Ich zeige Ihnen die guten. So, ist da jetzt was Neues? Nö. Bioverstärker, sind die neu? Nö. Also vielleicht schon, aber dann. Ein Granatenupgrade. Das nehme ich mit. Okay, entweder ist es bei dir nicht oder ich weiß gar nicht, was es ist. Wahrscheinlich sind es wirklich irgendwelche Bioverstärker, da Asaria Biotica sind. Könnte ich mir so gut vorstellen. Dann ist das für uns eigentlich ziemlich nutzlos, weil ich keinen Biotica dabei habe, sondern nur zwei Techniker. Hm. Na, was soll's. Garrus, wenn ich mir die Frage erlauben darf, wie fühlen Sie sich, einen Turianer zu jagen? Saren ist entweder ein Verräter oder ein Verrückter. Durch seine Vernichtung wird der gute Name der Turianer überall wiederhergestellt. Bei meinem Volk laufen die Dinge ein wenig anders. Es gibt nicht so viele von uns. Daher erwartet man, dass wir loyal sind, selbst wenn es uns schwerfällt. Mhm. Komm, Tür, geh auf. Dankeschön. Dann wollen wir mal wieder zurück zu Normandy. Bereithalten, Landungstrupp. Dekontamination aktiv. Gut, und dann will ich jetzt erstmal mit Garrus müssen sprechen. Kommandant ist an Land gegangen. Executive Officer Presley hat das Kommando. Das ist immer noch die falsche Audiodatei. Jetzt muss ich erstmal Tali und Rex finden. Ich glaube, das quasi die Quest. Ich weiß ja nicht, inwiefern das ausufern wird. Metalli habe ich nur dadurch freigeschaltet, war die hier unten? Stimmt, die war hier unten. Habe ich nur dadurch freigeschaltet, dass ich sie jetzt öfters mitgenommen habe. Glaube ich. Ich weiß es nicht. Da wir ja auch schon erfahren haben, dass, die Quarianer die Geth erschaffen haben. Und es ist in der Theorie halt schon logisch, wäre sich noch ein paar Informationen zu holen. Kann ich bei dir eigentlich noch irgendwas Interessantes kaufen? Hey, Commander, brauchen Sie noch ein paar weitere... Was können Sie mir was anbieten? Was immer Sie wollen. Aber zahlen müssen Sie natürlich trotzdem dafür. Warum sollte ich für mein... Allein die verdammten Lizenzen haben... Zeigen Sie mir sehr gern, Commander. So, danke. Nice, ich kann das Zeug bei dir nochmal kaufen. Oh, ich weiß, Sturmgewehr für mich nämlich noch was. Meins. Pistole könnte ich mir sogar noch mitnehmen. Hm. Okay, sonst aber nichts. Das ist gerade ziemlich praktisch. Jetzt habe ich nämlich noch ein stärkeres Sturmgewehr für mich. Viel dazu. Ja, wunderbar. Rex ist hier unten. Ist auch schon gut. Shepard, was kann ich für Sie tun? Ich habe diese Rüstung gefunden. Gehört sie Ihnen? Zeigen Sie her. Verdammt. Das ist sie. Kaum zu glauben, dass meine Vorfahren so einen Haufen Schrott getragen haben. Aber jetzt ist sie zumindest wieder dort, wo sie hingehört. Danke, Shepard. Vielleicht werden Sie mir doch noch sympathisch. Sie werden doch nicht am Ende noch Gefühle zeigen, Rex. Was? Nur weil ich sie sympathisch finde, heißt das nicht, dass ich sie nicht töten könnte. Sehe ich ein. Und ich glaube, Tali war hier unten. Da ist zumindest mal ein blauer Punkt. Ja. Da. Ah, da hinten. Genau. Wunderbar. Shepard, ich muss mit Ihnen sprechen. Es ist wichtig. Hau raus. Stimmt etwas nicht? Es geht um die Daten, die Sie der Geth-Steuerungseinheit entnehmen konnten. Die Informationen, die Sie der Allianzkontrolle übermittelt haben. Ich möchte eine Kopie davon. Ich mag Tali. Ich gehe davon aus, dass Sie diese Daten der Migrantenflotte übermitteln möchten. Diese Dateien enthalten Informationen, mit deren Hilfe wir die Geth vielleicht besser verstehen können. Sie könnten der Schlüssel dazu sein, unsere Heimatwelt zurückzuerobern. Sie glauben also, dass Sie mit Hilfe dieser Informationen Ihre Feinde eliminieren können?
Nicht sofort. Wir müssen sie erst analysieren. Das könnte Jahre dauern. Aber so können wir erfahren, wie sich die Geth in den letzten Jahrhunderten verändert und weiterentwickelt haben. Geht in Ordnung. Fertigen Sie eine Kopie an. Mein Volk und ich stehen tief in Ihrer Schuld. Ich werde sie nie zurückzahlen können. Ich kann Ihnen nur anbieten, was ich ohnehin schon versprochen habe. Dass ich bei Ihnen bleibe, bis wir Saren und die Geth besiegt haben. Mehr habe ich nie erwartet. Ich danke Ihnen, Shepard. Wunderbar. Sind die jetzt beide damit schon abgeschlossen, die Mission? Tatsächlich. Nice, damit werden es wieder ein paar weniger. Gut, dann kümmern wir uns wohl als nächstes mal darum, den Fahrstuhlknopf zu finden. Um die Mission, die wir von Garrus noch haben. Oder mache ich erst die... Nee, ich mach erst die andere Mission. So, einmal zurück zur Galaxiekarte. Bitte rauszoomen. So, und hier habe ich jetzt alles bis auf den Pferdekopfnebel, Sentry Omega und den Kepleranz-Sektor. Alles andere habe ich, glaube ich, erkundet. Ne, stimmt nicht. Den lokalen Cluster nämlich auch nicht. Und da gehen wir jetzt hin. Lokaler Cluster. Da gibt es nämlich eine Menge nichts außer dem Sol-System. Und das Sol-System könnte man unter Umständen kennen. Immer diese lange Sequenz, wenn man die Citadel verlassen will. Willkommen im Sol-System. Und ja, das ist unser Sonnensystem. Damals sogar noch mit Pluto. Ich glaube aber, hier kann ich keine Planeten erkunden. Neptun. Nö, also ich glaube, hier hat eigentlich keiner der Planeten irgendwas für uns zu bieten, das ich erkunden könnte. Bis auf einer. Saturn. Onyx. Jupiter. Auch nichts. Haben die zufällig was im Asteroidengürtel versteckt? Das ist mir nämlich aufgefallen. Ab und zu sind da kleine Asteroiden, wohl eher größere Asteroiden drin, die man sich mal anschauen kann. Ah, hier haben sie den Mars sogar kolonialisiert. War nicht anders zu erwarten. Venus. Und Merkur. Ja, alles wie erwartet scheint nichts zu sein, ne? Nö. So, dann die Erde. Mehr Informationen erhalten Sie. Ja, toll. Draufgeschissen, wir wollen nach Luna, zum Mond. Und ich nehme wie immer meine beiden Kumpels hier mit. Finde ich ganz witzig, dass wir einfach auf dem Mond rumfahren können. Jetzt frage ich mich fast, ob hier irgendwo die Amerika-Flagge steckt. Die Sidequest und die mit Garrus würde ich dann nämlich gerne nochmal zeigen. Und danach können wir uns dann wieder den Hauptquests widmen. Ich kann gerade mal gucken, was für Informationen haben wir überhaupt über die Quest hier. Da. Und eine Außerkontrolle geratene VI hat ein Testgelände der Allianz auf der Rückseite des... Okay, Rückseite? Erstens, da wäre es hier stockdunkel. Zweitens... Dann könnten wir die Erde von hier nicht sehen. Übernommen. Die Kommandantur der Allianz hat ihnen den Befehl gegeben, die VI zu eliminieren. Begeben sie sich ins Sonnensystem des lokalen Clusters und kümmern sie sich um die VI. Genau. Und genau das werden wir auch machen. Wieso ist meine Tastatur hier so nass? Habe ich gerade mit Wasser gekleckert oder was?
Und wenn wir schon mal hier sind, kann ich mir nur das Trümmerfeld angucken, was wir da, da vorne haben. Ups. Geradeaus fahren ist nicht leicht. Hallo, Erde. Ich habe zwar vergessen, in welchem Jahr das Ganze hier spielt, aber irgendwie bezweifle ich ein bisschen, dass die Erde dann noch so aussieht. Das war nicht ganz so gut. Brauche ich eigentlich beides nicht. Ich brauche aber auch kein Universalgel mehr. Oh, scheiß drauf. Gut. Ich habe übrigens, als ich die ganzen Planeten erkundet habe, einen ziemlichen Hass auf den Marco entwickelt, weil das Ding einfach... Es ist eigentlich faszinierend, wie denkbar ungeeignet dieses Fahrzeug dazu ist, Planetenoberflächen zu erkunden. Weil man halt überall diese dämlichen Berge hat, über die man mit der Kiste kaum drüber kommt. Ein Flugzeug wäre angebracht. So. Da hinten ist das, was wir suchen. Wieso kannst du durch den Berg durchschießen? Das ist nicht sehr fair. Okay. Versenkt. So. Dann können wir uns beim nächsten Mal ja mal diese außer Kontrolle geratene VI ein bisschen genauer angucken. Die ist scheinbar hier drin. Sind das drei Eingänge? Okay. Muss ich in alle drei rein? Hey, was ist das da unten? Ah, cool. Noch mehr Geschütze, die ich kaputt schießen kann. Ob ich das tun sollte? Keine Ahnung. Ich mache es einfach, weil ich es kann. Ich dachte, die Kugeln kommen nicht mehr richtig an. Na, scheiß drauf. Mach ich mal anders. Ey, was war das da vorne? Nix. Sah nur noch irgendwas aus. Gut. Ich würde mal sagen, das war's dann erstmal für heute. Und das nächste Mal erkunden wir scheinbar drei Gebäude. Da ist eine Eingangskonsole. Da ist eine. Und hier ist auch eine. Okay, drei Gebäude? Wieso drei? Keine Ahnung. Werde ich noch rausfinden. Bis dahin. Ciao.